So, hallihallo, werte Freunde, mein Name ist Mr. Kachen und ich darf euch recht herzlich zurück begrüßen bei Let's Play Dishonored. Im letzten Part sind wir ein bisschen planlos durch die Gegend gerannt, ich war ein bisschen unter Zeitdruck und bla bla bla, wir sollen die Ratteneingeweide finden. So, wie kommen wir dahin? Hier ist ein verdächtiges Buch. Oh, oho, oho, wer hätte das gedacht, so ist jemand. Hallo? Dr. Galvanis Geheimzimmer. So, wir haben. Da vorne ein paar Münzen. Ein paar viele Münzen. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Ja, lest es euch durch, wenn ihr das unbedingt wollt. Ne, ihr könnt ja auf Pause drücken und bla bla bla. Ich will es nicht lösen. Was haben wir hier noch? Mana-Elixier, Teetasse. So, wir schrotten dem hier nochmal alles, bevor wir uns verpissen. Gut, die muss ich. So, pass auf. Bla 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 bla. Durch die. Jedes Elixier mit der Säule infiziert. Dazu gehört Bottle Street Gang und diejenigen, die das Elixier auf dem Schwarzmarkt abkaufen. Ich denke, wir müssen jetzt zurück zur Lumpengräfin. Kann das sein? Destillierbezirk, ja. Okay, gut. Frage ist jetzt nur, wo genau die Lumpengräfin ist. Ein bisschen länger her, dass ich das auch noch gezockt habe. Mal gucken, wie wir da. Aber ich glaube, zum Destillierbezirk war schon richtig, wenn ich mich nicht. Ups, wir haben noch eins nach unten. Es läuft auch gerade irgendwie besonders flüssig. Hier sind noch ein paar. Wie schleiche ich denn nochmal? Ach so. Pass auf, wo sind, wie sind wir denn hier reingekommen? Hier, ne? Ja. Konstrus. Scheiße. Nein. Bei den Augen des Outsiders langsam krieg ich Schiss. Wo ist meine Armbrust? Ach, wir haben gar keine Bolzen. Jetzt haben wir Betäubungsbolzen. Und da. Wo ist er? Das ist. Verdammt, was jetzt? Na toll. Ah ja, ich wusste, dass es in einem Gemetzel endet. YOLO. Und warte, wo ist mein Herz? Nein. Hier. Und YOLO. So, alles klärchen, Bärchen. Gut. Zum Destillierbezirk. Hier. So. Alles klärchen. Hier müsste jetzt irgendwo wo die Lumpengräfin sein. Old Dunwall Holger Square. Ich würde einfach mal sagen, dass wir hier hin müssen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, denn ich habe keinen Plan. Aber. Hä? Ich habe die Orientierung verloren. Ich denke, wir sind hier schon richtig, hä? Ja, zum Dunwall. Bla bla bla. Okay, was müssen wir hier jetzt machen mit. Knochen. Oh, hier ist ein. Du betrittst feindseliges Gebiet. Nein, und hier ist ein Knochenartefakt. Da sind schon wieder lauter Pisser. Pass auf, wie erledigen wir die? Haben wir irgendwas dabei? Was uns hier irgendwie. Was bringt mir das nochmal? Ich glaube, das ist unsichtbar, ne? Ne, das ist Nachtsicht. Ach, da unten steht auch einer. Haben wir irgendwas, um den anzulocken? Warte mal. Hab was gehört? Ja. So, komm hoch. Der geht weg, Alter. Wie behindert ist denn der? Dann müssen wir den jetzt einmal ausschalten. Okay. Boah, Alter. Wie haben wir das jetzt gerade gemacht? Okay, dann nehmen wir uns als nächstes den hier vor. Auf Wiedersehen. Gut, was haben wir hier? Irgendein komisches Erz, ein Schlüsselerz, bla bla bla. Ja, ich will das eigentlich gar nicht lesen. Man könnte so viel. Uppala. Nein, warte, ich möchte wieder abstellen. Bolzen, Heilkräuter, Rattenspieß. Aha, aha. Okay, pass auf. Ich denke, wir locken die jetzt einmal irgendwie ein bisschen an. Kommen die jetzt? Die kommen nicht, Alter. Die lassen sich einfach nicht anlocken. Pass auf, dann. Machen wir so.
Ist er jetzt tot? Nee. Ja, komm her. Autsch, die werfen zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so war das nicht gedacht. Sterbt. Sterbt, sterbt. Die Tomato. Alter, was hat denn der für Feuer? Meine Freunde, wie hau ich mir nochmal... Ja, so. R. Alles klar. Ich könnte das hier so schön leise machen, ne? Und ich rush hier einfach durch. Da um sind zwei. Okay, pass auf, die machen wir jetzt silent. So, pass auf, Ratte. Was haben wir hier denn? Kabelwerkzeug, Kupferdraht, Gesundheitselixier, alles klar. Keine Sorge, die läuft so gut wie mein Glücksspiel. Naja, fast. Einen haben wir ja mehr oder weniger Alter! Drücke linke Maustaste und stirb. So, die Ratten mag ich. Ach, okay. Mag ich nicht. Die greifen dich relativ. Oh, explosive Flasche. Wieso haben wir das nicht gemacht? Mein Gott. So, hup, Kupferdraht, Schlüssel. Projektilwerfer. Ach so, den hätten wir vielleicht Ei entschärfen können. Gut. Was ist hier noch? Whisky Destillerie. Okay, da okay. Was haben wir hier? Nix, nix, nix. Ratte. Eine leere Flasche. Destillierapparat, da müssen wir jetzt hin mit diesem Rattengift, ne? Ich mag die Ratten nicht. Und deswegen, bla bla bla. Ich schneide alle Ratten kurz und... Upala, was war das? Alle Ratten kurz und klein, die ich treffe. Aha. Unten haben wir zwei. Wie machen wir die am besten tot? Hm, oh. Oh, ein Stolperdraht. Autsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Nein. Das wollt ihr. Alter, sind hier viele. Ja, geil. Das werden wir jetzt verkacken. Das werden wir richtig verkacken. Wo sind meine Betäubungspfeile? Komm, sei betäubt. Sei betäubt. Betäubt. Hier ist noch einer irgendwo. Betäubt. Wo ist noch einer? Waren das alle? Oh, da ist einer. Oh, mein. Fresse. Eieieiei. Da oben wäre mein Knochenattack. Meine Fresse. Die stehen irgendwie... Hm, das sieht auch cool aus. Die stehen ja leider irgendwann wieder auf, weil die bewusstlos sind. Von daher schnetzeln wir einmal durch. Und Problem gelöst. So. Gut. Wie komme ich an das Knochenartefakt da? Hm. Aha. Aha. Okay, da ist das Knochenartefakt. Nee, da oben. So, jetzt habe ich schon wieder irgendeinen angelockt. Hilf mir mal jemand. Nee. Alter, ich habe so wenig Skill im Kämpfen einmal nur. In dem Kack-Game hier. Komm ja an das Knochen. Ach, okay, da muss ich so ein bisschen. Warte mal. Wie machen wir das? Ja, so nicht. Hä? Ach, auf die Fässer. Ah. Wo jetzt hin? Hallo. So, und jetzt? Oh, oh nein! Okay, aber so wär's. Autsch. So wär's gegangen. Warte mal, ich brauch doch hier überhaupt nicht das Ding, oder? Ich kann doch hier auch ohne. Ja? Hu? Ha. Hu ha bahaya. Wow, das war. Das war Skill. Ja, ich hab meinen Knochenartefakt. Wunderbar. So, was haben wir jetzt hier? Pass auf, Rattengeruch. Ratten greifen dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe aufhältst. Okay, ja gut. Das brauchen wir erstmal nicht. Huh. So. Juti. Hier ist dieser Destillierapparat. Was muss ich jetzt hier machen? Ist hier noch jemand übrigens? Nö.
Dann nehme ich hier erstmal alles mit. Du kannst keine Munition mehr tragen. Wieso? Aha. Das ist ja höchst interessant hier. Gut. Anleitung. Befestige eine leere Elixierflasche auf der Drüse. Nein! Die habe ich gerade weggeworfen. Öffne das Ventil und die gefüllte Flasche. Wiederhole, bis der Tank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen. Selbstgebrautes. Was habe ich jetzt gemacht? Der Destillierapparat ist vergiftet. Aha. Das war's jetzt. Boah. Wieso plane ich dieses Spiel so wenig? Warte mal, wie ging... Nein, wie ging das Ding um? So ging das alles, klar. Dann nehmen wir das hier mit. Dann hier noch ein bisschen Gold. Eine leere Flasche, pass auf, die nehmen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, verpieseln wir uns. Oh, Alter! Ah, wir haben eine Ratte damit getötet. Junge, Junge, Junge. Ja, hier hätten wir uns wahrscheinlich auch reinschleichen können. Aber egal. Wir haben sowieso alle getötet. Nein! Ah, komm schon. Oh, ja, hi. Moin. Davor habe ich Angst. Genau deswegen töte ich jede Ratte. Hier. Schlaf schön. Wo kommen die eigentlich her? Ich dachte, ich hätte alles getötet. Oh, da ist auch noch einer. So, waren das jetzt bitte alle? Mein Gott. Was ist hier noch? Nix. Gut, dann machen wir uns jetzt wieder weiter zum Destillierbezirk 11. Entschuldigung, zur Bottle Street gehen wir. Ja. Das ist doch höchst erfreulich. Da ist die Lumpengräfin. Jetzt können wir diese Quest anscheinend abschließen. Das ist doch höchst erfreulich. Wie kommen wir jetzt da ging's rein, ne? Mein Headset-Kabel hängt gerade so über der W-Taste. Das sieht ja gar nicht vernünftig. Egal. So, moin. Ich sagte ihm, ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Alles klar. Knochenartefakt oder eine Rune. Was wird es wohl sein? Ich tippe auf eine Rune. Ja. Wunderbärchen. So. Damit haben wir eine Rune. Wie viel haben wir jetzt? Wo sehe ich das nochmal? Wo sehe ich das nochmal? Wo sehe ich das nochmal? Du hast zwei Runen. Ach, verdammt. Zeit verlangsamen könnten wir. Aber wir könnten auch Beherrschung und Tiere übernehmen. Aha. Und außerdem Türen. Sprunghöhe erhöht sich. Baut Adrenalin auf. Gesundheit erhöht sich. Pass auf, wir sparen auf drei Runen und kaufen uns dann Beherrschung. So, wir haben ja alle Runen gefunden. Dann können wir jetzt endlich dieses Gebiet verlassen. Dann haben wir jetzt alle Knochenartefakte und alle Runen. Wunderbar. Ich habe ja gesagt, ich möchte so gut wie es geht versuchen, ja, Quatsch mit sie nicht dazwischen, alle Knochenartefakte und Runen einzusammeln. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache rechnen. Alles klärchen. Die Stadtwache ist doch sowieso tot. Ich habe doch jeden umgebracht, der sie mir in den Weg gestellt hat. Also wer soll da noch kurz kontrollieren hier? Wieso habe ich eigentlich das Herz ausgerüstet? Wir haben ja schon alles. Aber auch die Armbrust brauche ich eigentlich nicht. Was hätten wir denn noch Feines? Oh, Explosivbolzen oder sowas. Ach, nehmen wir das Herz. Ist doch scheißegal. Holger Square. So. Ich denke, wir kommen dann eigentlich wieder zurück in unsere Basis. Zu Schiffer Samuel, genau. Hoppala, ich muss doch hier irgendwo rein können. Nee. Aha, wie kommen wir da rüber? Pass auf. So kommen wir da rüber. Hopp. Ah, hier ist ein Bolzen.
Ja, endlich wieder einen normalen Bolzen für die Armbrust. Das ist doch schön. Nein! Eieiei. Ich bin aber auch dreist, ne? Pass auf, das ist Link. Ich komme da einfach nicht klar. Linke Maustaste ist rechtes Schwert. Linke Maustaste, rechtes Schwert. Linke Maustaste, rechtes Schwert. Rechte Maustaste, linke Armbrust. Vielleicht sollte ich das bei Gelegenheit mal umstellen. Eieiei. Was haben wir hier noch? Dose mit gepökeltem Hexenfisch. Om nom nom. Ja, in den Hinterhof gehen, bitte. So, wir müssen jetzt... Oh, da sind wieder Ratten. Pass auf, jetzt weiß ich wieder mehr. So, ja. Ich hätte beinahe schon wieder einen Bolzen verschossen. Ich war kurz davor, wieder die rechte Maustaste zu drücken. Gut, geht's hier rein? Ja. Alles klärchen, Bärchen. Oh, hier liegt noch einer. Wieso verwandelt sich der nicht zu Staub? Haben wir da die Fähigkeit noch nicht gehabt? Wahrscheinlich. Gut. YOLO und so. Wir sind jetzt gleich bei Schiffer. Schiffer Samuel, das ist auch so ein lustiges Wort, ne? Schiffer. Pass auf, wir gehen einmal hier rüber. Gut, Schiffer Samuel. Wo bist du? Ach, da ist er. Ja, ich bin es. Nein, du bist doch behindert. Du, nein. Jetzt sag bloß nicht, ich kann alles nochmal machen. Hua, da haben wir Glück gehabt. Ich dachte, es gibt ja links hier Leertaste, um abzuspringen oder F, um fallen zu lassen. Ich dachte, wenn ich F drücke, dann rutscht der so runter, aber das hat der anscheinend, das hat er anscheinend nicht so ganz verstanden, wie ich das wollte. So. Gut, Schiffer Samuel. Ich bin Samuel. Ja, moin. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen, aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Ich bin ready. Ready for takeoff. Zum Hounds Pub, okay, genau. Gut, dann können wir jetzt... Aha, pass auf, wir haben hier Gegner eliminiert. 70 Zivilisten. Ach, wir haben auch 2 Zivilisten. Egal. Leichen, aha. Chaosfaktor ist hoch. Was das genau bedeutet, weiß ich auch noch nicht. Pass auf, wir haben Runen 7 von 7. Knochenartefakte 5 von 5. Outsiderschreine 1 von 1. Gemälde 1 von 1. Münzen. Ja, Münzen haben wir ziemlich wenig, aber naja. Naja. YOLO. Ne? So. Da sind wir wieder am wunderbaren Hounds Pub oder Pip. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das heißt. Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Ja. Danke. Schiffer Samuel. Ich finde den Namen so geil. Gut, ich möchte jetzt eigentlich noch ganz kurz in die Werkstatt gehen und mal gucken, ob ich die Waffen verbessern kann. Ach, die Maske wieder abgenommen. Wer schießt hier? Er lebt. Dank Ihnen. Ach genau, für den haben wir den Mann gerettet. Ein guter Mensch. Eines Tages wird das beweisen. Oder den Onkel. Oder wen auch immer. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einem meiner Tanten. Eine Rune, bitte. Ja, 100 Münzen. Was sind denn ein Erbstück? Das sind einmal Münzen, Frau. Eieiei. So, hallo? Wo ist hier? Ach du, genau. Seeleute erzählen sich Schauergeschichten. Nee, du bist. Ach hier, den brauchen wir. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, du kannst. Ich möchte nämlich. Hier. Da. Gut, wir können hier verbessern. Wunderbar. Pass auf, wir könnten die Schwerthärtung. Macht das Schwert effektiver, wenn es andere Klingen blockt und wenn du einen Gegner zurückdrängst. Aha. Aha. Okay. Maskenoptik ermöglicht es dir, die Sicht zu vergrößern. Erhöht die maximale Anzahl mitgeführter Kugeln. Aha. Pass auf, wir machen auf jeden Fall das Schwert. Beziehungsweise, wie viele Münzen haben wir? Wir haben 1064. Okay, pass auf, wir machen das Schwert. Okay. Vielleicht sollten wir die Maskenoptik, das hört sich lustig an. Dann machen wir noch hier Artefakt.
Ach genau, dann können wir ein weiteres Knochenartefakt pümmeln. Genau, machen wir. Gut. Alles klar, vielen Dank. Pass auf, jetzt können wir hier ein Knochenartefakt. Haben wir jetzt ein Viertel. Wir können Leichen bestatten, wir können Leichen... Ja, aber da wir durch diese Kraft sowieso alle Leichen zu Staub werden lassen, machen wir Rattengeruch. Gut. Wonderful. So, dann mache ich hier erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Dishonored. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Haut rein, euer Mr. Kachin.